Die Flammen brennen, es ist Nacht. Wir sind immer noch einigermaßen gut gerüstet. Also ich hätte übrigens nicht gedacht, dass die Stuffs hier so schnell aufgebraucht werden. Electric Stuff so gut wie nicht mehr vorhanden. Einer ist komplett aufgebraucht. Ich glaube, das war Dark Stuff, den wir eben hatten. Und jetzt haben wir aber noch einen vollen Ice Stuff und Electric Stuff. Nochmal voll da. Aber ich glaube, ich werde mal versuchen, ein bisschen sparsamer mit diesen Dingern umzugehen, weil die vielleicht doch noch sinnvoller genutzt werden können. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir bei der Frage, wo ist unser lieber guter Turmgolem? Da ist ein Schaf. Hier ist ein Riesenturm, der zum Teil aufgedeckt ist, wo wir auch noch nicht alle Truhen geöffnet haben, glaube ich jedenfalls. Ich guck mir das aber nochmal an. Moment. Diese Truhe hatten wir ja geöffnet, ne? Diese hatten wir geöffnet. Genau. Da unten rennen noch ein paar Zombies rum. So, ein bisschen Eisen mitnehmen zwischendurch. Es ist ja sowieso dunkel. Ja, Skelette, die ein bisschen nerven. Aber das dürfen sie auch zeitweise. Ja, jetzt ist gut. Bisschen ausleuchten hier. Nicht, dass uns noch irgendwas nachher runterschubst. Also, ich glaube, wir kommen jetzt nicht drum rum. Also, ich glaube, du hast auch mitgekriegt in der letzten Folge, wenn du die letzte Folge verfolgt hast, dass der liebe gute Turmgolem runtergefallen ist. Und wir legen uns jetzt erstmal hin. Ach, wie schön. Passend zur Weihnachtszeit. Ein bisschen Schnee. Ach, wie schön. Mit einer stimmungsvollen Musik. Naja, okay, also. Nee, das nicht. So, Eisen haben wir ein bisschen gebrannt. Knallen wir noch ein bisschen mehr Eisenerz rein. Legen uns mal eben ins Bett, damit wir bei Tage auch ein bisschen besser sehen. Also bei Tage kann man sich doch gerade hier in diesem Gebirge etwas besser orientieren. So, etwas Steak noch gegessen. Knochen, keine Ahnung, diesen ganzen Krempel erstmal weggepackt. So, ansonsten sind wir stuffmäßig eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Mit 16 Wind Arrows. Und ich würde jetzt wirklich sagen, wir haben sogar noch diesen Diamond Dagger mit Schärfe 1 als quasi Reserveschwert, wenn uns dieses Schwert abhanden kommen sollte oder irgendwie draufgehen sollte. Ansonsten würde ich wirklich sagen, dass wir gut bestückt sind. Jetzt gehen wir einfach mal runter. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Ich will jetzt wissen, ob dieser Turmgolem, ob der jetzt platt ist, ob der jetzt, ob wir den alle gemacht haben oder eben nicht. Wo geht's denn hier nochmal runter? Ich weiß nicht mehr genau, wo es runtergeht. Irgendwo haben wir uns hier nach oben gebuddelt. So zwischen den Felsen irgendwo war so eine Treppe. Hier war es aber nicht. Aber ich sehe den da unten auch nicht. Kann das doch wohl sein, dass das noch ein bisschen weiter hier gewesen ist? Da müsste ja eigentlich so ein bisschen irgendwas sehen. Wir springen jetzt mal. Schließlich haben wir Featherfall. Wir riskieren das jetzt mal. Wollen wir das mal riskieren? Oh Mann. Ganz so wagemutig sind wir doch nicht. Aber hier funktioniert das sehr gut. Da funktioniert es auch gut. Also mit Featherfall kann man wirklich sehr weit fallen. Wir haben ja Featherfall 4, also Federfall 4. Und der Turmgolem ist hier nirgends mehr. Jetzt finde ich jetzt voll. Wieso ist der denn jetzt weg? Also den hätte ich ja jetzt. Ich hätte mich gerne nochmal mit dem geprügelt. Hier ist aber auch alles kaputt gemacht worden. Der war hier doch. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Okay, der ist doch noch da. Er ist doch noch da. Wo ist er denn? Da ist er doch. Okay, du blöder Turmgolem. Jetzt machen wir dich platt. Jetzt machen wir dich platt. Das Problem ist. Komm da raus. Blöder Idiot. Verdammt. Ups. Oh. Der ist schon ziemlich stark. Komm da doch mal raus. Okay, Pfeile. Also treffen sollte man schon. Aber den treffen wir auch. Wow.
Wow. Jawohl, ich werde... Man kann sogar die Flammen abwehren. Er hat weniger als 100. Aua. Halten wir das noch aus? Halten wir noch aus, oder? Ja, schnell die Flammen löschen. Ja. Wir sind relativ resistent. Wo ist er denn? Ein bisschen wie die Flammen mal ausmachen. Etwas Konzentration. Also verzeiht bitte, wenn ich jetzt nicht ganz so viel rede, aber ich will den jetzt... Ich will, dass wir den jetzt platt machen. Wir gehen hier nicht weg, ohne den platt zu machen. Also ganz kurz Verschnaufpause. Wir gehen hier nicht weg, ohne den platt zu machen. So viel ist klar. Pfeile haben wir jetzt auch bald keine mehr. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht wirklich. Wo ist er? Der gräbt sich irgendwie auch immer tiefer ein, der Blödmann. So, Pfeile haben wir keine mehr. Kurz ins Wasser. So, 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 so. Ich überlege jetzt gerade, wie wir den jetzt kriegen. Der hat noch 107 Punkte. Der scheint sich... Der hatte doch gerade unter 100. Erholt er sich denn wieder? 104. Meine, glücklicherweise wird er ja teilweise durch seine eigenen Flammen zerstört. Und ich bin jetzt irgendwie geneigt. Von dieser Seite kommen wir irgendwie nicht an den Rand. Weil wir dann durch diesen dämlichen Seelensand laufen müssen, das ist irgendwie total nervig. Ich gucke jetzt mal gerade, ob wir irgendwie die Möglichkeit haben, auf diese Seite da durchzukommen. Damit wir ein bisschen mehr Steine unter uns haben. Also er schießt jetzt auch auf die Steine, die vor uns sind. Kann er ja auch tun. Wir graben uns jetzt mal eben... Ach nee, hier ist Wasser. Auch doof. Wollen wir eben ganz, ganz kurz gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Oh, also wieso ist denn jetzt hier überall Wasser? Was soll denn das jetzt? Kriegen wir das jetzt hin, dass hier nicht überall Wasser rauskommt? Nee, ist klar. Wo haben wir denn hier Steine? Steine haben wir ja genug. Ist ja nicht so, dass wir keine gesammelt hätten. So, hier ist ein Brunnen. Ach, kein Wunder. Er weiß ja, wo wir sind. Wir wissen, wo er ist. Von daher ist das Kräfteverhältnis in dieser Hinsicht auf jeden Fall ausgeglichen. Aua. Mann, hör jetzt auf zu brennen. Hör jetzt auf zu brennen. Jetzt muss ich hier doch noch ins Bodenwasser springen gleich. Hörst du jetzt auf zu brennen? So. Noch sind wir gut gerüstet. Obwohl es wirklich erstaunlich ist, wie schnell die Rüstung schlapp macht. Obwohl, ja. Okay, also die haben wir uns jetzt vor relativ kurzer Zeit angelegt. Ein bisschen tiefer. Wollen wir mal schauen. Wir können uns hier eigentlich treppenartig nach unten buddeln, oder? Immer so treppenartig. Wie viel hat er? 104. Okay, also im Moment scheint er sich auf jeden Fall nicht aufzuladen. Wenn er sich auflädt, dann habe ich noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert. Jetzt holen wir uns hier ein bisschen Wasser. Glücklicherweise scheint er auch keine... Oh ja, komm da doch mal hoch. Das wär's doch. Bitte komm da mal hoch. Okay. Wieso wird das dann immer wieder aufgeladen? 102. 110. Ich hab den doch... Hä? Ich meine, ich nehme auch Schaden, okay. Das ist echt nervig, der Typ. Na komm, Jon, komm schon. Übel, 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 übel. Wie kriegen wir den jetzt bloß platt? Wollen wir nochmal mit Electric Stuff oder mit Ice Stuff mal arbeiten? Mal sehen, ob das funktioniert. Ich würde es ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Es muss ja irgendwie funktionieren. Wir müssen uns allerdings doch einen kleinen Moment erholen. Irgendwie ist es gerade nicht ganz so glücklich. So, wie sieht's aus? Es muss doch möglich sein, dass man diesen blöden
Golem jetzt kaputt kriegt. Das gibt's doch gar nicht. Ich will den jetzt platt machen. Ich meine, wir haben es bei den Schiffen schon so gemacht, dass wir die Captains da sitzen gelassen haben, weil die einfach viel zu stark waren. Mit ihrem Zauber dann auch, wenn die sich nachher geklont haben, ab einem gewissen Punkt. Also haben ja damals auch Zuschauer geschrieben mit den Kapitänen auf diesen Schiffen, dass sie mit Abstand am schwersten zu besiegen sind, eben weil die sich auch klonen, wenn ein gewisser Anteil an Lebensenergie weggeht. Was jetzt mit den Turmgolems allerdings ist, irgendwie scheinen die ab 100 dann die Energie selber wieder aufzubauen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Huch, was ist denn passiert? Nein, da wollen wir nicht hin. Hüllt er jetzt den Stein unter uns aus? Nein, das kann er nicht. So, komm jetzt her. Wo bist du? Das bringt gar nichts. Okay, der Stuff bringt überhaupt nichts. Dieser Eis-Stuff. Mit Elektrik können wir es ja auch nochmal versuchen. Aber ich glaube, auch dagegen... Ich glaube, wir gehen doch wieder runter, wa? Komm da jetzt raus! Komm jetzt raus! Los! Wo fliegst du denn hin? Nein! Alter, wie schnell ist denn die Energie gerade runtergegangen? Sterben wollte ich jetzt aber doch noch nicht. Wo ist er? Oh, da sind Diamanten. Den haben wir gerade fast gehabt, den Typen. Wir haben ihn fast gehabt. Wir haben ihn fast gehabt. Da waren nur noch 50 Punkte oder so. 50 Lebenspunkte hatte dieser blöde Typ. Okay, der schießt natürlich jetzt die ganze Erde weg. Die Diamanten würde ich mir schon ganz gerne holen, aber irgendwie können wir, glaube ich, auch gerade mal drauf pfeifen. Das gibt's doch nicht. Ich will diesen Typen jetzt platt machen. Ah, scharf. Naja. Vor allen Dingen sehe ich ihn jetzt irgendwie gar nicht. Siehst du denn jetzt? Irgendwie sehe ich den gar nicht. Man sieht nur das Feuer. Der macht jetzt auch das ganze NPC-Dorf hier kaputt, wenn ich aufpasse. Da ist noch eine Truhe drin. Was haben wir hier denn drin? Das lassen wir erstmal drin. Ich sollte mich jetzt hier auch nicht direkt in diesem NPC-Dorf aufhalten, weil das bewirkt nur... Da ist er. Komm jetzt runter! Jetzt muss ich doch gleich die Axt nehmen. Vielleicht ist die Axt sogar effektiver als das Schwert. Wer weiß. So, hier sind Steinhäuser. Dann gehen wir hier mal eben hoch und gucken uns das Ganze aus der Entfernung an. Wo ist er? Oh, lass die Häuser doch stehen. Die Bewohner haben dir doch gar nichts mit... Ach, da sitzt er jetzt. So, kommst du jetzt oder was? Komm jetzt. Wie viel hat er denn? Wie viel hat er? Wie viel hat er? Wie viel hat er? 110 hat er schon wieder. Also diese 110, die muss man mit einem Male wegmachen. Aus dem Wasser raus. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Sachen wieder kriegen. Einfach nur gucken, ob wir die Sachen wieder kriegen. Das meiste haben wir eingesammelt.
glaube, das meiste haben wir eingesammelt, oder? Mann, ey. Das meiste haben wir wieder eingesammelt. Also wir sind durch unseren Gang, den wir letztens gegraben haben, sind wir einfach mal nach unten gelaufen. Dann brauchten wir uns damit nicht runterfallen lassen. Also es war eine ganz gute Idee, diesen Gang zu brauen, war eine gute Idee. So, was ist denn jetzt hier? Stellen uns mal hinter den Berg. Hier haben wir, glaube ich, ein bisschen kurze Zeit, ein bisschen Ruhe. Unser Schwert. Also wir haben noch nicht alles wieder, leider. Aber das meiste. Wir hatten jetzt auch keine großartigen Kostbarkeiten dabei. Also ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Von der Rüstung her ist das allerdings noch nicht das meiste. Ich würde da gerne noch mal hin, um noch ein paar mehr Sachen abzuholen. Mal gucken, ob uns das gelingt. Schön wär's ja. Hier ist nix. Oh, der macht aber auch Töne. Jawoll! Wir haben noch mehr eingesammelt. Schaffen wir noch mehr? Liegt da vielleicht noch was rum? Oh, kurze Pause hier. So, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen stärker. Und die Waffen werden immer mehr. Wir haben unseren Eisstaff sogar wieder. Unseren Dolch allerdings noch nicht. Brauchen wir noch eine Runde. Wir sind ja noch besser gerüstet jetzt. Haben wir denn was zu essen? Jetzt was zu essen haben wir nicht. Das ist natürlich ein bisschen übel. Noch mal versuchen? Wollen wir noch eine kleine Runde drehen? Wo ist er denn? Da ist er doch. Hier ist nichts. Hier ist nur... Hier ist auch nichts. Ist da nichts mehr? Oh, 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 oh. Dusseliger. Ja, also es sieht wirklich sehr schwer aus, hier irgendwas zu erreichen. Das ist wirklich eine ganz heikle Kiste. Wir haben jetzt so gut wie keine Verluste gehabt. Es ist, wie gesagt, es ist nicht dramatisch, was uns jetzt passiert ist. Manchmal muss man auch einfach mal sterben. Die Spitzhacke ist auch weg. Ach, das macht alles nichts. Der Dolch ist jetzt auch weg. Ich glaube auch nicht, dass wir den noch wiederfinden. Ich sehe also aus dieser Entfernung jetzt auch nichts. Wir können noch mal einmal gucken, ob wir da irgendwas sehen, aber ich glaube es nicht. Hier ist nichts mehr. Jetzt müssen wir uns aber auch beeilen, dass wir wegkommen. Die Featherfall-Stiefel sind weg. Das ist so traurig. Die sind weg. Die schönen Featherfall-Stiefel. Naja. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir da noch irgendwas erreichen können. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hoch, um uns ein bisschen zu stärken. Müssen allerdings erstmal einen Weg nach oben finden. Steine haben wir ja. Steine haben wir genug. Damit können wir uns also nach oben buddeln. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt erstmal nach oben. Den Weg da hinten, weiß nicht, ob ich den jetzt finde. Deswegen gehen wir mal lieber hier die Berge hoch. Zack, zack, zack. Hier kann uns nichts passieren. Wir müssen auch was essen. Deswegen müssen wir sowieso hoch. Das ist auf jeden Fall ein Grund, warum wir dringend nach oben müssen. Damit wir jetzt auch was zwischen die Kiemen kriegen. Das Gold lassen wir alle sitzen. Das können wir alles zu einem späteren Zeitpunkt abbauen. Das muss nicht jetzt sein. So, immer schön dicht am... immer schön dicht am Berg bleiben. Oh, so, NPC-Dorf. Also es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer, diesen Typen zu besiegen. Und mit den Waffen, die wir jetzt hier haben... funktioniert das, glaube ich, nicht wirklich. Also, wir haben direkt vor ihm gestanden und das Einzige, was uns passiert ist, ist, dass wir erschlagen wurden. Ich meine, wir haben ihn fast gehabt, aber wenn man direkt vor ihm steht, dann passiert es eben auch ganz schnell, dass man erschlagen wird. Und da muss man einfach irre aufpassen und
Ich bin im Moment mir nicht ganz schlüssig, was wir machen sollten. Auf jeden Fall rüsten wir uns jetzt erstmal in aller Ruhe auf. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Schönen Dank fürs Zuschauen bis jetzt. Und mal schauen, wie es weitergeht. Bis dann. Ciao.